Hallihallo und herzlich willkommen und ho 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 ihr Lieben zu einer Folge Minecraft Wonderland. Ich bin euer GigaGreevy und ich tuddel hier gerade so ein bisschen herum auf diesem tollen Server, auf dem Minecraft Wonderland Server vom lieben Herrn Bergmann. Und ich habe ja gesagt, ich möchte so ganz sporadisch immer mal so ein paar Folgen einwerfen, beziehungsweise möchte ich das Ganze ja auch eher streamen. Und jetzt ist es so, dass ich mir dachte, komm, schmeiß doch einfach mal OBS an, nimm das Ganze doch mal auf und genieße den Tag mit tollem Sonnenlicht dank eines neuen Shaders. Und da kann ich gleich die erste Frage beantworten, die gestellt wurde, was für einen Shader ich so benutze. Ich glaube, aus dem ersten Video war es der BSL Medium Shader und jetzt inzwischen nutze ich die brandneue Version 6 von Chocapix. Ganz genau, die hat einen wunderschönen, eine wunderschöne Sonneneinstrahlung, sieht man jetzt hier ganz gut. Auf Ultra finde ich es persönlich manchmal ein bisschen zu dunkel, aber wenn man so aktuell mit den High-Einstellungen spielt, finde ich es echt sehr, sehr hübsch. Ich habe inzwischen auch ein kleines Grundstück, das befindet sich ein bisschen abseits vom See, weil da schon relativ viel gebaut wurde. Ich habe mir hier hinter Deathstorm erstmal ein bisschen mir alles gemütlich gemacht. Wir können ja mal kurz ein bisschen rumlaufen. Also den Weihnachtsbaum, den kennt ihr ja schon. Dann haben wir hier das Haus von der lieben Rika mit dem lieben Benedikt. Grüße bitte. Und dann kannst du hier halt so langlaufen. Die Brücke, ich weiß gar nicht, wer hier gerade baut. Für den Schnuckel Rona. Achso, Corona baut hier, okay. Freckles kümmert sich um den Weg, stand da glaube ich mal drauf, inzwischen auch nicht mehr. Okay, alles klar, das ist ein Baum. This is the Baum, Leute. Ihr seht es hier, that is the mother holen Baum. Isn't that nice? So, hier hat offenbar jemand eine Farm angebaut. Ich muss ja gestehen, auf diesem Server sind schon ein paar skurrile Geschichten am Laufen. Also ich weiß zum Beispiel, dass der liebe Nestflo, der liebe Blockler da, ihren KBL aufgebaut haben. Die verkaufen ja also ein paar Dinge, verticken da ein bisschen was. Aber letztens kam der liebe Nestflo zu mir und ja, der bat mich da so ein paar Dinge, wo ich dachte, na hoppala, was will denn der mit diesen ganzen Sachen? Hat der da was vor? Und deswegen, ich weiß nicht, ob er hier so richtig einkaufen kann. Ich bin da ein bisschen skeptisch, ne? Muss ein bisschen skeptisch sein. Oh, ein öffentlicher Verzauberungstisch, wie es aussieht. Ist aber sehr lieb, wer hat den denn gebaut? Das würde mich jetzt mal interessieren. Das ist nämlich cool zu wissen. Ich habe selber noch gar keinen. Ihr habt das auch gerade gesehen. Ich bin wirklich noch am Anfang. Ich baue hier gerade mir so Stück für Stück was auf. Und ich weiß selber noch gar nicht so richtig, was ich jetzt genau daraus baue. Ob ich ein ganz klassisches Haus baue. Ob ich mal wieder andere Techniken ausprobieren möchte. Ich glaube, das kann ich mir zumindest vorstellen. Hier ist meine kleine Laube. Die ist auch schon gesichert. Da geht das in den Keller hinunter. Es geht relativ tief herunter. Und ich habe mir auch so überlegt, man könnte natürlich versuchen, ein bisschen Roleplay mit hier einzubauen. Ich muss nur eben mal schnell dieses automatische Springen abstellen. Das ist ja furchtbar nervig. Aber wenn es um Roleplay geht, dann denke ich mir halt immer, bin ich ein bisschen auch darauf angewiesen, dass andere Leute mitmachen. Beziehungsweise ist mir halt aufgefallen, dass ich derzeit gar nicht die Zeit habe, so gerne sie hätte, um mir hier extra Handlungsstränge vorzubereiten. Also ich könnte jetzt mir alles selber zusammensuchen, könnte da auch mir selber was zusammenbasteln, aber das ist so eine Heidenarbeit, weil das alles gut durchstrukturiert werden müsste, da ist es ein bisschen schwierig. Was ich mir gut vorstellen kann, und oh mein Gott, sieht das wunderschön aus, was ich mir vorstellen kann, ist, dass ich vielleicht mir eine Art kleinen Roleplay-Charakter hier anlege und dann einfach versuche, so den ein oder anderen Roleplay-mäßig anzuquatschen, ja? Und hoffe halt, dass er dann vielleicht sogar darauf reagiert und darauf eingeht. Aua, ich wollte mir hier ein schönes Thumbnail machen. Geh weg. Das ist übrigens auch ganz, ganz fürchterlich hier, die Mobs. Also 1.11, das ist echt der Hammer, wenn die Leute sagen, ey, warum macht man das in der 1.8? Warum macht man das nicht in der 1.11 oder so? Ich bin so heilfroh. Hier liegen Schneebälle, nice. Ich bin so heilfroh, weil allein die Mobkämpfe dauern so extrem lang. Hier wurde der liebe Ernst lustig. Der baut hier gerade irgendwas fleißig. Baut der im Keller? Was? Hallo? Hä? Was? Was? Tourist History schreibt einfach nur XD. Ja. Ich sage, hier ist irgendwas im Busch. Also es ist nicht ganz so weihnachtlich und heimlich, wie man sich das vorstellen könnte. Irgendwas läuft hier gehörig schief.
So, aber wir können jetzt mal in die Farmwelt gehen. Ich weiß gar nicht, ob die resettet wurde. Und ihr dürft, wie gesagt, sehr, sehr gern eure Fragen stellen. Mit dem Hashtag Weihnachtsgiga, so rum, Weihnachtsgiga auf Twitter. Oder ihr schreibt halt einfach in die Kommentare hier rein. Das ist auch überhaupt gar kein Problem. Es hat zum Beispiel einer gefragt, ich glaube, Pampf war es, kann das sein? Pampf. Der hat geschrieben, wie alt bist du, wo wohnst du? Jetzt ist es so, dass ich natürlich schon immer sehr auf meine Anonymität im Netz geachtet habe. Und da zählt das eben genauso mit dazu. Also ich habe das nie öffentlich irgendwo genannt, woher ich komme und wie alt ich bin und wie ich heiße, bla bla bla. Ich denke, das ist auch gar nicht so schlimm. Denn das verändert ja meine Person als solche nicht. Ich nehme mal ein paar Blümchen mit. Ich mag die hier vor allem, diese Orchideen, die finde ich sehr, sehr schick. Ich kann euch nur so viel verraten, und das sage ich ja doch dann schon immer mal, dass ich bereits berufstätig bin, fest im Leben stehe. Und insofern kann man sich daraus, denke ich, ganz gut ableiten, dass ich bereits zur Schule gegangen bin, an der Uni war und jetzt halt arbeite und das haut auch so weit hin und das ist alles schick und alles gut. Und wieso wird es jetzt hier dunkel? Verdammt nochmal! Ich will doch nur ein bisschen Kühe schlachten. Der Schlechter ist zurück. Oh mein Gott, das war jetzt aber knapp. Halleluja, jetzt habe ich mich schon fast ein bisschen jetzt, es war jetzt schon sehr knapp. So Leute, hier ist das Ende, Ende Gelände, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Wiihuu! Okay, warte mal, das Eisen nehme ich mit. Oh Gott, das ist gar kein Wonderland, was wir hier machen. Das ist hier mega Minecraft Survival. So gibt's das. Oh Gott, ich da, Alter. Ich habe gedacht, da wäre jetzt ein Zombie aufgetaucht, aber das war irgendwie nur der Wasserfall. Was zum Teufel? So. Oh Gott, ich höre Zombies. Okay. Ganz vorsichtig, ganz sachte. Ihr merkt das schon, ich bin absoluter Vollprofi. Hier ist ein Spawner! Hier ist ein verdammter Spawner! Was? What? Ja, what? Ja, mega geil. Warte mal, ich habe noch Dynamic Light aus. Warte mal. Als ob hier ein Spawner ist. Lol. Ja, genau. Tollen Gott. Ja, okay. Also, da habe ich schon schönere Loots gefunden, aber... Ja, nice. Ey, das könnte ich jetzt... Ich könnte jetzt hier mega die XP-Farm draus basteln. Das wäre ja irgendwie auch ziemlich low jetzt, oder? Jetzt ganze Folge lang XP-Farm machen. Aber ich kann zumindest... Warte mal, ich kann zumindest Z-Home. Das kann ich machen. Ich kann hier ein Z-Home setzen und dann kann ich das nachher machen, nach der Aufnahme. So, ihr Lieben. Ja, das hat nicht so richtig funktioniert mit diesem Schwarzeichenholz. Aber das ist ja nicht so schlimm. Das können wir auch noch ein andermal machen. Beziehungsweise ich mache das vielleicht mal im Stream und gehe da ein bisschen auf Suche. Wenn ich streamen sollte, dann kündige ich das auf jeden Fall immer auf Twitter an. Beziehungsweise ihr dürft mir auch gerne auf Twitch folgen. twitch.tv/GigaGreevy. Und dann machen wir das da genauso. Also das ist gar kein Stress. So, jetzt schauen wir mal, was hier Schönes drin ist. Ich habe ihn schon geöffnet? Was? Dann habe ich das wahrscheinlich nachts gemacht und dachte so, hey, ja, alles gut. Das macht ja nichts. Das kriege ich schon noch hin. Nein! Mein Boot ist weg. Nein. Warum ist mein Boot jetzt weg? Wo ist das Boot hin? Jetzt schwimme ich hier. Toll. Wow, jetzt bin ich hier im Wasser. Nice. Ach Gott, Leute. Jetzt ist mein schönes Boot weg. Oder ist es noch hier? Ist es irgendwo? Nee. Es ist weg. Das kann doch nicht wahr sein. Warum verliere ich immer mein Boot? Ich habe schon mal ein Boot verloren. Ach, Mann, oh. Ah, Mann, hier sind so schöne viele Häuser. Ich muss echt mal weiterbauen. Habt ihr vielleicht tolle Bauideen? Habt ihr so kleine Kniffe, so tolle Details, wo ihr sagt, ey, Mensch, bau mal das so und so nach? Da bin ich immer sehr empfänglich für sowas, für solche kleinen Vorschläge. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten, ich kann gern immer mal so kleine Zwischenfolgen online stellen. Das ist nun absolut gar kein Problem. Ich kann mir aber auch mal so kleine Konzepte überlegen für die Folgen. Ansonsten, wie gesagt, kann ich es auch sehr gern als kleine Frage-Antwort-Runde benutzen. Ich kann mir gern selber Themen aussuchen. Zum Beispiel könnte ich über den Weihnachtsmarkt ein bisschen philosophieren. Das wäre was mich sehr reizen würde, wenn ihr sagt, ja, das wäre mal ganz cool. Dann mache ich das natürlich sehr, sehr gern. Also da bin ich auf euer Feedback gespannt. Ich kann auch gerne ein bisschen mit anderen Leuten was zusammen machen. Das habe ich ja sowieso vor. Und dann wird das hier bestimmt eine ganz, ganz schöne Sache. Es hatten halt nur viele gefragt, ey, wann kommt denn mal Wonderland? Jetzt ist mal Wonderland gekommen und ja, da basteln wir uns was feines draus. Und dann wird das hier was ganz Gemütliches, wo man mal einschaltet, ne, wo man sagt, komm, wir gucken mal rein. Und ich schneide das dann für euch noch ein bisschen zurecht. Das soll es erstmal gewesen sein von dieser kleinen Folge hier. Ich kann auch gerne ein bisschen durch die Stadt noch weiter rumgucken, wenn ihr sagt, ja, guck mal ein bisschen weiter, zeig mal ein paar Häuser, frag mal, ob du bei irgendjemandem zu Besuch kommen darfst. Da hinten zum Beispiel wohnt die liebe
Tourist Histories. Irgendwo da oder so. Moment. Ja, irgendwo da. Da wohnt die liebe Monty da irgendwo. Also das ist zumindest der Heißluftballon von ihr und Miss Morgenröte. Also hat jeder so sein kleines Plätzchen und das ist auch sehr, sehr schön. Und da drüben, oh, da werden Kürbisse angepflanzt. Oh, da ist ein Hütchen. Oh, die kenne ich noch gar nicht. Oh, die Hütte kenne ich noch gar nicht. Wer ist denn da? Dann guck mal an, wen haben wir denn hier? Wer ist denn hier? Relativ einfach gebaut. Ach, 17 Grad. Ah, guck mal an. Sogar mit Vorhang. Oha, wie kann man den denn bauen? Mal nachschauen. Hm, schade. Hä? Was? Komme ich denn wieder raus? Nein, ich bin eingesperrt. Es war so klar, es war so... Aber ich komme trotzdem rein. Okay. Was ist denn hier los? Aha. Wird das hier nur ein Kamin oder etwa ein Geheimgang? Plant 17 Grad irgendwas? Hat er irgendwas vor? Ah, in die Kisten können wir nicht schauen. Hier ist ein Apfel. Hier ist das private Schlafgemach. Na, wir sollten das Ganze mal im Auge behalten. Ich komme jetzt zwar hier nicht mehr raus, aber das macht nichts. Ich habe da so meine anderen Tricks. Aber die verrate ich natürlich nicht in dieser Folge. Was? 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 Oha! Erwischt! Alles klar! Alles klar! Ernst lustig, was auch immer du vorhast. Ich hab dich im Auge. Ich hab dich im Auge. Ich merk schon, irgendwas ist hier faul in diesem Server. Es ist nicht so weihnachtlich, wie das immer alle sagen. Ja, auch wenn hier ein schöner großer Weihnachtsbaum steht, aber irgendwas ist hier doch im Busch. Ihr Lieben, das ist es erstmal gewesen mit dieser Folge Wonderland. Wir bleiben dran, mal gucken, was sich hier noch so ergibt. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Es macht auf alle Fälle unglaublich viel Spaß, hier zu spielen. Und dann, ja, bin auf euer Feedback gespannt. Sehr gut Game, macht es gut und bis dahin. Euer GigaGreevy. Ciao, ciao.